Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Gute-Helter-Podcast, heute hier aus der Pop-Akademie in Mannheim, zusammen mit Meier-Musikredakteur Ulrich Griest, Pop-Akademie-Leiter Udo Dahm und Fanta4-Mitglied Smudo. Herzlich willkommen erstmal ihr drei. Wir haben gerade eine anderthalbstündige Listening-Session hinter uns, haben uns 10 Tracks angehört von Newcomer-Bands, die alle mehr oder weniger mit der Pop-Akademie in Mannheim in Verbindung stehen. Der Hintergrund war so ein bisschen, gibt es in Mannheim was Ähnliches, wie wir es vielleicht von der Hamburger Schule her schon kennen. Was ist euer Resümee nach der ganzen Geschichte? Ich fange mal bei dir an. Ja, wenn du schon das Wort Hamburger Schule und Pop-Akademie zusammen in einem Satz erwähnst, muss ich gleich sagen, das kann man so nicht so lassen, weil die Hamburger Schule ist ja eigentlich eine Bezeichnung für eine gewisse Art Melancholie, Rock, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und auffällig ist das, was wir hier gehört haben, ganz verschiedene Sachen sind. Man könnte jetzt nicht sagen, ah ja, das ist jetzt Pop-Akademie-Style, das ist nämlich nicht der Fall, sondern es sind alles ganz eigene Sachen und das entspricht ja auch dem Style der Pop-Akademie, dass man jetzt da nicht da groß künstlerisch einwirkt, sondern dass man guckt, wie kommen die Leute zusammen, dass man mit Rat und Tat zur Seite steht, andere Verbindungen aufmachen kann mit anderen Leuten, betreutes Netzwerken vielleicht im musikalischen Bereich. Das sind zwei total verschiedene Sachen. Und ich habe jetzt heute hier 10 Stücke gehört, die mir vor allem durch erstmal ein durchgehendes hohes Qualitätsniveau aufgefallen ist, also produktionstechnisch, auch inhaltlich. Das, was mir weiter aufgefallen ist, dass sie alle sehr, sehr eigen waren, dass man merkte, dass eigentlich jeder versucht, das Klischee, in dem er sich vielleicht hineinbegibt, zu brechen. Und von 10 Sachen haben mir 2 ganz persönlich sehr gut gefallen. Und das ist ein guter Schnitt. Also ich könnte sonst, wenn ich die aktuellen 10 Bemusterungen der großen Plattenfirmen, die wir angeschlossen sind, angucken würde, würde ich wahrscheinlich 9 nicht gut finden. Oder vielleicht sogar alle. Und das finde ich textlich inhaltlich auch absolut in Ordnung. Nur, dann müssen sie das mehr auf den Punkt bringen. Also sie sind überhaupt nicht kein gutes Timing. Der Sänger ist zu früh, vor allem bei Frauen. Spring, das ist so hektisch. Deswegen wirkt das so hektisch und wirkt so... Die wichtigen 6%, die noch fehlen, damit das geil ist, die sind leider nicht da. Die müssten noch länger üben oder länger zusammenspielen oder keine Ahnung, oder Computer einsetzen für ihre Aufnahmen. Ich würde behaupten, dass viele von den Dingen, die so rough sind, auch so beabsichtigt sind, weil die Band ist so, die wollen viele Sachen eben nicht gegen Strich bürsten und so weiter. Was sagst du, Ulrich, gerade so als Musikredakteur, was ist dein Resümee? Ich würde Smudo weitestgehend recht geben, dass es eben also eine Schulbildung in dem Sinne, wie man es damals in Hamburg ja auch von außen aufoktroyiert hat, zu jeder Menge Zugezogenen aus Pinneberg und Bad Salzuflen, ist hier auf keinen Fall irgendwie zu spüren. Was tatsächlich am Ende als Resümee zu sehen wäre, ist tatsächlich sowas wie Networking, betreutes Networking mit Kompetenz ausgestattet. Das Niveau ist hoch von den Sachen, die wir gehört haben. Es ist eigensinnig. Im interessanten Sinne. Und ich habe auch 2, 3 Sachen entdeckt, die ich gut finde. Also das ist jede Menge. Also angesichts dessen, was man jeden Tag so bekommt. Deine Meinung? Ja, ich stehe ja ein bisschen auf fürs Konzept im künstlerischen Zusammenhang. Vielfalt statt Mainstream ist sicher ein Gebot. Wir wollen ganz unterschiedliche Dinge zeigen. Wir bilden Plattformen, auf denen sich die Musiker und Musikerinnen entwickeln können. Das ist für uns ein ganz entscheidender Gedanke. Natürlich auch viel Know-how und vor allen Dingen Beschleunigung der eigenen Ideen. Also so die Prozesse schneller machen, als man die wahrscheinlich alleine hinkriegen würde. Das ist was Entscheidendes. Und nochmal, die ganz unterschiedlichen Genres sind für uns extrem wichtig, weil die sich auch gegenseitig beeinflussen und befruchten können. Du hattest erst schon angesprochen, 2 haben dir persönlich besonders gut gefallen. Kannst du vielleicht ganz kurz einen Namen nennen, was deine Favoriten waren? Die walisische Nummer hat mir gut gefallen. Dieses britische, also ich fand das sehr poppig, schon radiopoppig. Ich fand toll, dass sie das tatsächlich schafft, in den ersten 2 Minuten so ziemlich alle Musikstile, die es gibt. Also man kriegt die Folkroots von ihr mit, man kriegt so ein bisschen Jazz mit. Es hat einen leichten Jazz-Appeal, es hat diese Dubstep-Rhythmen drin. Donnerwetter, total geil, technisch Hammer, Pop-Appeal, riesig. Ganz hohe Latte, ich sehe schon hier, leck mir am Arsch, du in London gemischt, das war extrem gute Studioarbeit. Wenn ich jetzt bloß das gehört hätte und nicht, was ich jetzt habe und nichts anderes gehört, würde ich sagen, das ist die Single. Also das klingt ja total wie eine Single. Ja.
Aber mal gucken, wenn es alles andere ist, dann ist es ein Hit-Album. Und dann hat mir, wie hieß es doch gleich, Julia? Johanna Zoll. Johanna Zoll, die Reutlingerin, hat mir sehr gut gefallen. Da vor allem, textlich, inhaltlich. Mal gucken, was da, also da bin ich sehr neugierig geworden, was noch da von ihr zu hören ist. Ja, es waren ja doch recht viele positive Stimmen. Bist du stolz als Pop-Akademie-Leiter? Wir haben ja 10 Titel ausgewählt und die Dinge auch ausgewählt, von denen wir glauben, dass sie symptomatisch sind für das, was wir tun. Wir haben natürlich viel mehr Sachen. Wenn man unser Abschlusskonzert sehen will, dann haben wir da 25 Bands auf dem Tableau. Interessant ist einfach letztendlich, dass alle, die da bei uns sind, in den 3 Jahren unglaubliche Entwicklungssprünge machen. Und wenn man einfach daran denkt, dass Get Well Soon eine Nummer 28 im Januar war in den Albumcharts, oder dass Wallis Bird mit ihrem englischen Deal bei Island Records doch ein ganz gutes Ding hinbekommen hat in dem Zusammenhang und so weiter und so fort, bei vielen, vielen anderen Acts auch, dass wir eben viele Preise mit verschiedenen Bands im letzten Jahr hatten. Da bin ich schon stolz und glaube, dass wir in den letzten 5 Jahren eine gute Entwicklung genommen haben. Euer Abschlusskonzert ist immer wann? In diesem Jahr am 18.07., also immer Ende Juli. Ganz wichtiger Termin, alle bitte ins Kapitol kommen. Ja, dann sehen wir uns alle hoffentlich da. Vielen Dank an euch und einen schönen Abend noch. Ebenfalls. Danke.